In diesem Video möchten wir kurz und knapp darstellen, wie man das ZenCache Mining starten kann. Verwendet wurde ein normaler Computer mit einer R982X. Ob sich das Mining lohnt oder nicht, das muss jeder Miner für sich entscheiden, sodass dieser Punkt für dieses Video keine Rolle spielt. Im ersten Schritt laden wir uns den Claymore Miner C-Cache AMD herunter. Da C-Cache und ZenCache den gleichen Algorithmus verwenden, kann für das ZenCache Mining auch der C-Cache Miner verwendet werden. Nachdem der Download nun abgeschlossen ist, verschieben wir die Datei aus dem Download-Verzeichnis auf den Desktop. Nun muss die gepackte Datei noch entpackt werden. Wir haben uns dazu entschlossen, die Datei direkt auf den Desktop zu entpacken. Man kann natürlich auch einen anderen Ordner wählen. Wir empfehlen jedoch, die Miner-Software direkt auf den Desktop zu legen. Schauen wir uns nun die Start.bat-Datei an, dann können wir feststellen, dass diese lediglich die Mining-Software startet und keine Einstellungen enthalten sind. Es ist daher festzuhalten, dass es bei diesem Claymore-Miner eine Config-Datei gibt, in der die benötigten Daten und Einstellungen hinterlegt werden können und müssen. Passen wir nun also die Einstellungen der Config-Datei an. Wichtig hierbei ist vor allem die Adresse des Pools, die ZenCache-Adresse, der Worker-Name und eine E-Mail-Adresse. Nachdem die entsprechenden Daten hinterlegt worden sind, können wir die Datei nun speichern und schließen. Des Weiteren sollten wir die Datei ePools nun löschen oder an das ZenCache Mining anpassen. Bei der ePools-Datei handelt es sich um eine Art Backup. Sollte es mal zu einem Problem oder Ausfall der ersten Mining-Pool-Adresse kommen, da nun alle Basiseinstellungen getroffen sind, können wir das ZenCache Mining über das Ausführen der Start.bat-Datei jetzt starten. Wie man relativ schnell sehen kann, hat die Mining-Software eine Radeon 280X erkannt und eine Verbindung zum ZenCache Mining Pool aufgebaut, sodass das Mining nun starten kann. Im Folgenden haben wir das Video deutlich beschleunigt, sodass man leichter sehen kann, dass die Mining-Software begonnen hat zu arbeiten. Weiterführende Informationen und Tipps zum ZenCache Mining finden sich in der Videobeschreibung oder auf bitcoin-live.de.